Grüß Gott, Bonand. Mein Name ist Rita Hagel-Kehl und ich bin die Bundestagsabgeordnete für den Bayerischen Wald. Mein Lieblingsort im Nationalpark ist eindeutig der Lusen, obwohl es hier natürlich andere schöne Lieblingsorte auch für mich gibt. Der Lusen deshalb, weil natürlich der Überblick über den ganzen Nationalpark gegeben ist. Wenn man auf dem Berggipfel steht, auf den Steinen steht, dann sieht man das ganze Gebiet des Nationalparks bis eben hinüber auch in den Tschumawa. Und auf der anderen Seite widerspiegelt der Lusen für mich das, was der Nationalpark darstellt. Als ich ein Kind war, und ich bin genauso alt wie der Nationalpark, war der Lusengipfel umrahmt von Fichten, die entstanden sind zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Diese Fichtenwälder haben vor so 20, 25 Jahren den Borkenkäferbefall mitgemacht, Wildstürme mitgemacht und sind damit abgestorben. Das war natürlich für uns in der Region momentan großes Entsetzen, wenn man die Stumpen sah, die eben hier zusammengebrochen sind. Und umso mehr freut es mich, dass die Nationalparkidee hier Wirklichkeit geworden ist. Die Natur wurde Natur belassen und damit entstand eine neue Flora, eine neue Fauna, die jetzt zu besichtigen ist, an der man eben erkennen kann, dass die Natur sich selber regeneriert, dass hier etwas Wunderbares entstanden ist mit herrlichem Grün, mit herrlichen verschiedenen Bäumen, mit herrlichen verschiedenen Sträuchern. Und deshalb widerspiegelt der Lusen für mich das, was die Nationalparkidee darstellt. Und auf diesem Wege möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei denjenigen, die das eben möglich gemacht haben, und gratuliere dem Nationalpark von ganzem Herzen zu seinem 50-jährigen Bestehen.